Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Schminki für dich und es wird ein ganz besonderes Schminki sein, denn an dem Tag, wo ihr das Video seht, habe ich Geburtstag. Ich werde 31 Jahre alt am 22. Mai und deswegen habe ich mir für diesen Tag ein ganz besonderes Schminki ausgesucht und zwar die teuersten Produkte, die ich in meiner Sammlung besitze von Sephora. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe hier auch was Geiles ausgekramt, Leute. Das ist mein Baby-Fotoalbum und da werde ich euch vielleicht mal das ein oder andere Foto einblenden, was ich da finde, was mich inspiriert, sage ich mal. Und ja, ich habe hier eine Kiste mit ziemlich teuren Produkten. Ich habe erst gedacht, naja, es wird wahrscheinlich ein Full-Face, Two-Faced oder sowas. Nee, nicht ganz. Also da habe ich tatsächlich auch Produkte, die etwas hochpreisiger sind noch als Two-Faced. Und ich weiß nicht, ob das die teuersten Produkte aus meiner Sammlung sind, aber ich kann euch ja mal einblenden, was dieses ganze Full-Face, was ich heute schminken werde, kosten wird. Ja, also ich habe mir hier tatsächlich auch so ein Kärtchen gemacht, wo ich mir aufgeschrieben habe, welche Produkte ich verwenden möchte. Und deswegen wird es wahrscheinlich auch ein etwas längeres Video, weil ich einfach heute in Quatschlaune bin, weil ich Fotos zeigen werde. Und ja, los geht's, würde ich sagen. Mein Akku blinkt, das heißt, den Akku werde ich jetzt einfach mal kurz wechseln und dann können wir freischnauze starten. Wir starten das Ganze mit dem Smashbox Photo Finish Primerizer. Das ist dieser hier. Und was ich super interessant finde, das ist tatsächlich, auch wenn es eine Mini-Größe ist, der teuerste Primer, den ich von Sephora besitze. Ist krass, oder? Der kommt milchig und recht flüssig raus. Riecht leicht parfümiert und ein bisschen blumig. Den soll man verwenden als Primer und den kannst du sogar anstatt von einem Moisturizer, also von einem feuchtigkeitsspendenden Produkt verwenden, was ich nicht tue, weil ich habe auf jeden Fall eine Feuchtigkeitspflege drunter, denn ich habe sehr, sehr trockene Haut. Ich habe übrigens dieses Fotoalbum bekommen damals zur Taufe von meiner Tante, meinem Onkel und ja, meinem Cousin und dem zweiten Cousin, der sich noch im Bauch von meiner Tante befand. Und hier hat meine Mama auch einiges reingeschrieben, das ist so süß. Das kann ich jetzt nicht alles zeigen, weil da mein Geburtsort drin steht und meine ganzen Paten und so weiter. Ich wurde tatsächlich am 22. Mai 1989 geboren und das Sternzeichen ist Zwillinge. Um 17.24 Uhr habe ich das Licht der Welt erblickt. Und da stehen auch sogar die Ärzte, die mich entbunden haben. Ich habe 3970 Gramm gewogen und hatte eine Größe von 54 cm, das ist nett. Kopfumfang waren 36 cm. Als Foundation verwende ich von Estee Lauder die Double Wear Stay in Place Make-up mit Lichtschutzfaktor 10. Das ist diese hier. Da habe ich mir den Pumper noch extra zukaufen müssen. Und das ist die Farbe 1:1 Ivory Nude. Das gebe ich mir auf meinen angefeuchteten Beauty Blender und arbeite das ins Gesicht ein. Die Foundation hat eine angenehme Deckkraft, die ist nicht zu hoch und nicht zu tief, nicht zu leicht und nicht zu schwach. Nein, nicht zu schwach und nicht zu stark. So. Und die gibt einen Glow, finde ich. Obwohl das die hellste Nuance ist, die es von diesem Make-up, glaube ich, gibt, ist sie mir ein Müh zu dunkel. Das heißt, ich muss noch ein bisschen länger in der Sonne rumliegen oder wie auch immer. Dann wird sie perfekt passen, aber das ist halt eine richtig schöne Farbe. Ich mag das. Das sieht so gesund aus und so. Weiß ich nicht. Ich mag die Farbe einfach gerne. Ja, passt eigentlich auch so. Eigentlich passt das einigermaßen, oder? Wir sagen einfach, dass es passt. Ja. Bevor wir jetzt zu dem ersten Foto von mir kommen, möchte ich euch ja eine kleine Anekdote vorlesen, die meine Mom hier reingeschrieben hat. Und zwar unter dem Punkt kleine Streiche und Begebenheiten. Meine Mom ist so ein Scherzkeks, das muss man echt bedenken. Ne? 1990 malte Claudia mit Penatencreme an die neuen Tapeten in dem Kinderzimmer von ihrem Bruder. Läuft bei mir. Sie selber sah aus wie ein Clown. Vielen Dank an dieser Stelle, Mama. So, dass die Nachwelt es für immer weiß. Okay, kommen wir nun zu dem ersten Foto von mir. Und das wurde gemacht, als ich noch in Mamas Bauch war. Das bin ich in winzig klein. Süß, ne? Da sieht man noch nicht viel von einem Menschen, finde ich. So ein bisschen Umrisse, aber noch nichts Wirkliches. Wir verwenden nun einen Concealer und den teuersten, den ich von Sephora habe, beziehungsweise was man bei Sephora kaufen kann, ist von Too Faced der Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer Super Coverage. Das ist dieser hier, der wahrscheinlich aber auch so hochpreisig ist, weil da so viel drin ist. Und zwar haben wir hier 15 ml drin und das ist die Farbe Vanilla. Normale Concealer sind vielleicht ein Drittel davon, ne, von der Füllmenge her. Wir haben hier so einen Schwämmchen-Applikator, da mache ich mir
einfach mal was unter die Augen. Wie man sieht, ist der relativ dunkel jetzt noch. Das heißt, es ist auch eher so eine Geschichte, die ich für den Sommer dann tragen kann. Und das arbeite ich mir jetzt mit meinem Beauty-Schwämmchen ein. Der ist leider ein bisschen gelb, ne? Nicht so ganz meine Farbe. Also wenn ich mir den nochmal holen würde, dann auf jeden Fall in einer anderen Farbe. Aber der war so teuer. Dann will man den auch verwenden. Aber der Concealer ist geil. Der hat eine richtig, richtig schöne Deckkraft. Und das gefällt mir einfach, ne? Ich glaube, ich hole ihn mir doch nochmal in der Farbe heller. Hier haben wir dann einmal die ersten richtigen Fotos, die von mir gemacht wurden. Und zwar direkt im Krankenhaus in meinem, nennt man das, Wochenbett. In diesem kleinen Bettchen, was halt zu meiner Mama gestellt wurde. Das bin ich. Da habe ich zwei verschiedene Strampler an. Ist das nicht niedlich? Und ja, meine Mama hat eine richtig schöne Schrift, ne? Die ist ja Grundschullehrerin. Da hat man immer so eine 1A-Schrift. Das ist echt der Wahnsinn. Und da wurde sich wirklich gefragt, von wem ich die schwarzen Haare habe. Zum einen liegt es daran, dass wenn man blond ist oder halt wirklich hellblond oder später hellblond wird, dass man als Baby halt auch sehr, sehr häufig mit blonden Haaren geboren, mit schwarzen Haaren geboren wird. Meine Eltern sind nämlich auch beide blond. Und zuallererst dachten meine Eltern, dass ich wirklich auch schwarzhaarig bleiben würde. Das hätte ich dann natürlich von meinem Opa geerbt. Das wäre ziemlich cool geworden, wenn ich hier so hell und dann schwarze Haare. Das wäre schon eine ziemlich coole Nummer geworden, aber ich bin ein Blondchen geworden. Als Puder verwende ich jetzt etwas, was jetzt sehr, sehr frisch bei mir eingezogen ist. Eigentlich wollte ich ja keine Paletten oder Face-Paletten verwenden, aber das ist eigentlich eine reine Puderpalette. Und das ist von Hourglass die Ambient Lightning Palette. Das ist diese hier. Die muss ich jetzt erstmal hier rausholen. Da hat mich die Franka von Frankas Favorites doch etwas angefixt. Das sind echt schöne Töne. Das ist wundervoll. Das ist halt alles sehr shimmery. Ich bin mir halt noch nicht hundertprozentig sicher, wie man damit umzugehen hat. Aber ich glaube, dass man den äußersten Ton, weil er die wenigsten Schimmerpartikel hat, also sprich diesen hier, zum Setten benutzen könnte. Da habe ich ein bisschen was auch auf dem Pinsel drauf und sette damit meinen Concealer. Für alle die, die sich jetzt fragen, Mensch Claudi, warum hast du eigentlich nicht das Prinzessinnenkleid an? Weil ich dieses Video hier natürlich vordrehe. Und das hier wird jetzt am Sonntag gedreht. Heute ist der 17. Mai. Heute bin ich übrigens 14,5 Jahre mit meinem Freund zusammen. Folgt mir aber auf jeden Fall auf Instagram. Ich kann dir aber auch hier oben mal ein Video verlinken, wo ich das Kleid trage. Ne? Also ich habe schon mal meine kompletten Karnevalskostüme abgedreht, was ich hier vorne bei mir im Schrank habe. Und da ist es natürlich auch mit dabei. Jetzt nehme ich mir hier den Puderton aus der Mitte auf und gehe damit einfach ganz vorsichtig über das komplette Gesicht. Und das verleiht auch wohl noch so einen zarten Glow. Und ich finde, dass das Puder auch wirklich so einen Weichzeichner-Effekt zaubert. Das gefällt mir. Finde ich schön. Ist jetzt nicht, dass ich sage, oh mein Gott, das ist ein absolutes Must-Have. Ihr müsst das unbedingt kaufen und haben. Wie auch immer. Da gibt es genug andere Puderleute, ne? Man braucht nicht so ein sackteures Puder, aber es gefällt mir. Dann haben wir hier noch außen so ein ganz, ganz dunkles Puder, was ich jetzt einfach als Pre-Bronzing verwenden werde. Ja, kann man solo auch verwenden, aber ich habe hier einen anderen Bronzer, den ich gleich safe verwenden möchte. Das heißt, hier trage ich mir jetzt einfach mal grob den auf. Einfach mal auch, um zu schauen, wie das so aussieht, weil das jetzt für mich auch eine First Impression ist. Ich habe es letztens erst bei Douglas bestellt und noch gar nicht verwendet. Welch Frevel. Wobei, als ganz, ganz zarten Bronzer kannst du das safe verwenden. Wenn du halt keinen großen Effekt haben willst, sondern einfach nur leicht gebräunt aussehen willst, das habe ich jetzt auf der Seite, mag ich das gerne leiden. Ja, mag ich auf jeden Fall. Ich habe ja zwischenzeitlich einfach mal ein bisschen Lust, mein Gesicht zu refreshen. Und da verwende ich hier von Too Faced das Prime Set and Refresh Hangover 3-in-1 Replenishing Primer and Setting Spray. Spray. Das kannst du zum Auffrischen nehmen, das kannst du zum Prime nehmen und zum Setten. Ich verwende das eigentlich mehr so als Setting Sprays, aber jetzt nicht so. Das krasseste ist aber übrigens auch das teuerste Setting Spray, was ich von Sephora habe. Auch in dieser Größe tatsächlich. Ja, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht auf die Fotos sprühe, weil das sind halt Fotos, die kriegst du nie wieder. Ne? Das sind halt Kindheitsgeschichten. Ja, mit dem Beauty-Schwämmchen noch einmal drüber gehen. Das nächste Foto, was sich hier in diesem Fotoalbum verbirgt, ist von meiner Taufe. Da seht ihr dann noch mein ultra krasses Taufkleid. Ich lieb's. Ich muss sagen, ich lieb's. Ich hoffe, man sieht es und es spiegelt nicht allzu sehr. Süß, oder? Oh, wie ich da gucke, total, ja, bei der Sache. Ich hatte scheinbar richtig Bock auf dieses Kleid. Nicht. Bronzer.
Tat. Park Ave Princess. Geiler Bronzer. Wirklich, wirklich geiler Bronzer. Habe ich in einem Trash-Paket bekommen und ich liebe ihn. Da muss man vorsichtig mit umgehen, weil der stark ist. Der hat einen kleinen Spiegel mit drin. Der hat nicht wirklich einen Duft, aber er ist wirklich schön. Der hat so eine Prägung auch mit dabei. Der hat ein richtig schönes Packaging. Ich lieb's. Der ist ein bisschen rötlich, deswegen muss ich ein bisschen aufpassen. Und dann gebe ich ihn mir erstmal tupfend auf, um ihn dann zu verblenden. Weil er halt so stark pigmentiert ist, macht das durchaus Sinn, dass man das halt erst so vorsichtig macht und dann entsprechend großflächig einarbeitet. Och, der ist so schön. Das ist aber halt eher so ein Bronzer, den ich gerne verwende, wenn es halt Sommer ist. Also die meisten Produkte, die halt ein bisschen teurer sind, verwende ich lieber, wenn es Sommer ist, weil die ein bisschen dunkler sind. Ich weiß gar nicht, warum. Weil, weiß ich nicht. Ist einfach so, weil der halt auch ein bisschen rötlicher ist. Und im Sommer bin ich ja nicht nur etwas bräunlicher unterwegs in meinem Gesicht oder allgemein an meinem Körper, sondern auch etwas rötlicher, weil ich ja dann einfach auch gerne mal so ein bisschen zu viel Sonne gesehen habe. Weil ganz ehrlich, wenn ich im Garten draußen am Machen bin, dann ignoriere ich alles, was um mich herum so ein bisschen passiert, ne? Deswegen kriege ich es auch nicht mit, wenn ich dann Sonnenbrand kriege. Läuft bei mir. Und das ist jetzt einfach mal so ein richtiger Bronzy-Look, ne? Also es ist schon intensiv, was ich mir jetzt hier aufs Gesicht gegeben habe, aber ich finde das sehr, sehr, sehr schön. Die Nacktfotos in diesem Buch überspringen wir. Ich glaube, jeder von uns, jede und jeder hat in einem Babyfotoalbum Nacktfotos von sich, oder? Why? Ist klar, dass ich ein paar Sachen abkleben muss, ne? Weil ich natürlich jetzt nur mich in diesem Video zeigen wollte und nicht meine Eltern oder Familie oder so. Ja, hier haben wir jetzt so ein paar scharfe Bilder. Ich glaube, da habe ich ein bisschen viel Babybrei gefuttert. Cutie, hm? Ich lieb's. Ich lieb's wirklich. Da fange ich übrigens scheinbar irgendwie so ein bisschen an, blond zu werden und eine eigene Augenfarbe zu entwickeln. Weg von Babyblau. Ein Foto muss ich euch auch noch zeigen. Da gucke ich ein bisschen skeptisch. Minimal, ne? Da werde ich nämlich gerade festgehalten und bin, glaube ich, das erste Mal in der Badewanne. Blush. Blush ist eine ganz wichtige Geschichte. Den habe ich bekommen von der lieben Ela. Vielen, vielen Dank. Da haben wir nämlich ein bisschen getauscht. Und das ist von Benefit der Rockateur. Beziehungsweise es war so ein Trash-Tausch, was wir gemacht haben. Und da hat sie mir den mitgeschickt. Wundervoll. Das ist so ein schöner Schimmerblush, der auch ein bisschen dunkler ist. Den tragen wir uns doch direkt mal dorthin auf, wo wir ihn gerne haben wollen. Und da ich ja etwas dunkler geschminkt bin, kann ich auch etwas mehr eskalieren. Das heißt, ich kann es gerne etwas übertreiben. Ist er nicht wundervoll? Er glänzt so schön und der hat einfach eine schöne Farbe und er betont meine Wangen echt klasse. Und auch das ist halt wirklich eher so ein dunkles Sommerprodukt, aber der Sommer kommt. Ja, dauert nicht mehr lange, Leute. Bislang war es eigentlich immer so, wenn ich Geburtstag habe, dass dann so langsam der Sommer so richtig angefangen hat. Das ist irgendwie so, weiß ich nicht, die letzten Jahre ganz gut gewesen bei mir. Und wir sind ja niedlich, also ein bisschen über die Nase tupfen. Ja, ich mag's. Danke, liebe Ela. Oh, der ist echt so schön. Ja, als ich tatsächlich Baby war, war ich gar nicht mal so gesund immer. Ich hatte viel so Mittelohrentzündung, ich hatte Bindehautentzündung und so weiter. Meine Mama hat natürlich Fotos davon gemacht. Danke. Und hier hat sie auch beigeschrieben, so tüchtig krank war ich im Januar 1990. Dreimal Mittelohrentzündung und Bindehautentzündung. Da, ja, haben meine Eltern echt eine Schiene mit mir mitgemacht, sage ich mal. Ne? Da mussten die echt zusehen, dass ich wieder heile werde. Ja, immer mit Teddy dabei. Ganz krank. Highlighter. Als Highlighter habe ich natürlich etwas von Too Faced. Wer hätte das gedacht? Und zwar ist das diese wunderschöne Palette, die Turn Up the Light Palette. In der Farbe Light habe ich die. Da haben wir drei verschiedene Töne drin. Das ist einmal Glow, Soft Focus und Dazzle. Soft Focus, also den mittleren Ton, hätte ich tatsächlich auch als All-Over Powder verwenden können für mein komplettes Gesicht. Aber da hatte ich ja die Hourglass Palette. Ich werde jetzt in den Farbton Glow gehen. Haben wir auch einen schönen Spiegel mit dabei und das ist echt eine Palette, die hat sich mega gelohnt. Nämlich hier so ein Evelyn-Pinsel. Wie gesagt, dann in die Farbe Glow. Und tragen wir den auf und das ist halt echt ein Glow, ne? Richtig schöner Highlighter, den man einfach sieht. Oh. Aber so nass und so. Oh. Ich mag den richtig gerne.
Highlighter ist immer so das, wo ich mich immer so, oh, wenn ich den auftrage, ist es direkt so, ich bin da. Dieses Gefühl habe ich dann immer. Dann ist für mich so, the show can begin, Gedöns, keine Ahnung. So fühlt sich das auf jeden Fall an, weil Highlighter bewirkt immer bei mir so dieses, ich bin jetzt geschminkt Gefühl. Da kann ich Foundation auftragen vorher, da kann ich mich bronzen, da kann ich einen Blush auftragen. Das ist alles noch irgendwie easy peasy. Aber wenn ich den Highlighter auftrage, ist für mich der Punkt beim Schminken immer gekommen, wo ich denke, so, jetzt bin ich ready to go quasi. Oder auch ready to glow. Auf jeden Fall. Und ich liebe diese Palette. Die ist echt, echt klasse. Den All Over habe ich auch schon verwendet, finde ich auch toll. Den etwas glitzigeren Dazzle. Den kann man auch mal auftragen, aber der ist halt wirklich sehr, sehr intensiv. Ist für mich, meiner Meinung nach, halt eher was für so die Wintermonate. Da kann man den sehr, sehr schön tragen, wenn man so ein Weihnachts-Make-up oder Silvester-Make-up macht oder sowas. Aber jetzt nicht für den Sommer, da brauche ich halt eher wirklich so einen nassen Glow. Und ja, ich mag die Palette so gerne. Die ist so wunderschön. Ja, hier haben wir wieder ein Foto, wo ich etwas besser drauf bin. Aber Teddy ist immer noch am Start. Tada! Da bin ich etwas glücklicher. Hier war ich bei der Spielgruppe. Da sieht man nicht allzu viele Spielkameraden, sage ich mal, weil ich die natürlich abgeklebt habe. Auf der anderen Seite freue ich mich ein bisschen, weil ich im Gehfrei sitze. Und ich frage mich, was zur Hölle ist mit meinem Gesicht passiert. Wahnsinn. Und ja, da sieht man auch nochmal den Beweis. Als ich ein Kind war, hatten wir einen Hund und er hieß Tobi. Es war ein Dackel. Tobi war schon vor meinem Bruder und mir in der Familie. Und ja, es war quasi das Testkind von meinen Eltern. Augenbrauen, da habe ich etwas, also gibt es auch bei Sephora zu kaufen. Und zwar von Giorgio Armani Eyes to Kill. Das ist ja unfassbar. Ja, habe ich. Dieses Produkt, also Leute, ganz ehrlich, man braucht nicht so einen sackteuren Augenbrauenstift. Ne? Da tun es auch die ganz normalen aus der Drogerie. Da habe ich auch schon sehr, sehr viele sehr, sehr schöne gefunden. Aber ich habe ihn einfach irgendwann mal jetzt letztens gekauft, weil es irgendwie einen Lippenstift oder so gratis mit dabei gab. Deswegen, aber normalerweise brauchst du nicht sowas, ne? Ja. Der Ton, den ich hier habe, der ist halt super, super aschig. Also ist fast schon gräulich, ne? Also der Augenbrauenstift ist halt wirklich gut zum Ausfüllen und wenn man wirklich richtig aschige Augenbrauen haben möchte, die habe ich jetzt definitiv bekommen, ne? Also ist nicht irgendwie was für jeden Tag, aber wenn ich mir sowieso ein sehr aufregendes und intensives Make-up schminke, dann kann ich den auf jeden Fall verwenden. Ansonsten wäre es wahrscheinlich etwas zu aschig für mich. Die Augenbrauen werden gesettet mit dem Benefit 24 Hours Brow Setter. Das mache ich jetzt auch noch eben kurz, bevor ich zum nächsten Foto komme. Weiter geht die wilde Reise mit dem nächsten Foto. Und ich würde sagen, das ist so eins der absoluten Lieblingsfotos, die ich hier so habe. Ja, es sind im Prinzip sogar zwei. Vier. Das sind mehrere. Genau. Oh Mann, das sind so meine ersten Krabbelfotos. Und ich sehe einfach so glücklich aus. So unbeschwert und irgendwie, ich weiß nicht. März 1990, mit 10 Monaten fange ich an zu krabbeln. Cutie. Ich find's großartig. Ich liebe diese Fotos, wie man einfach aussieht wie so ein Pampers Rocker. Und hier lache ich halt so richtig herzlich. Hier bin ich einfach richtig gut drauf. Das ist mein absolutes Lieblingsfoto. Ich liebe es. Ich finde es total schön. Und wenn ich könnte, würde ich mir das noch irgendwie mal in groß auf Leinwand oder so. Ich weiß nicht. Ich finde, das ist einfach so ein glückliches Foto. Ich mag das einfach so, wenn man kleine Kinder sieht, die sich einfach freuen, die lachen und einfach so vollkommen glücklich sind und da wirklich halt einfach so richtig unbeschwert drauf. Kommen wir jetzt mal zu Lidschattenbase. Da habe ich von Too Faced die Shadow Endurance. Auch das, ja, eins der Produkte, wo ich sage, es ist schön, eine teure Lidschattenbase zu haben, aber muss die teuer sein? Nö, da tut es auch eine günstige, finde ich. Die ist relativ fest und leicht getönt. Die kommt einfach auf die Augen drauf. Ich meine, ja, sie macht schon, dass der Lidschatten hält, der Crease dann nicht, fliegt mir nicht irgendwo durch die Gegend und bleibt an Ort und Stelle. Das ist auf jeden Fall das, was sie macht, aber weiß ich nicht. Es gibt auch günstige, zum Beispiel die You Better Work von Essence, die finde ich auch richtig, richtig gut. Das ist so eigentlich, ne, das, was ich empfehlen würde, wenn mich jemand fragt, kannst du mir eine gute Lidschattenbase empfehlen? Ja, aber die hier finde ich jetzt einfach, weiß ich nicht, dafür, dass man da auch nicht wirklich was von sieht.
muss es nicht sein, oder? Ich meine, ja, eine gute Base oder einen hochpreisigen Concealer oder so kann man sich vielleicht mal anschauen. Oder natürlich eine gute Lidschattenpalette, weil dann die Farben intensiver sind oder es nicht in die Fältchen rutscht oder so. Aber muss das immer... Nee, es muss nicht immer das Teuerste vom Teuersten sein, Leute. Mm-mm. So, bevor ich jetzt zu den nächsten Fotos komme, nehme ich jetzt erstmal Too Faced die Chocolate Gold Palette, um meinen Lidschatten einmal zu setten. Ich finde die so schön. Die ist einfach, die gibt so viel her, ne? Oh. Und die riecht so gut. So, erstmal hier mit dem Rolling in Duff einfach mal den Lidschatten Primer setten. Das ist einfach ein Setting-Ton, der weiße hier unten oder der cremeweiße, der knochenfarbene Ton. Das erste Mal im Pool, also im Pool, ne? Das war so ein aufgebauter Pool. Das zeige ich nicht, da bin ich nackelig. Oh ja, da muss ich nur leider meinen Onkel einmal verstecken. Der guckt mich aber total knuffig an, aber ich muss es wegtun, weil ich kann jetzt ja nicht meinen Onkel hier offen zeigen. Das geht ja nicht. Und zwar war ich hier bei meiner Oma, die hat ja unter uns drunter oder wohnt, also ja, sie wohnt da immer noch, ne? Mein Papa wohnt jetzt halt oben zusammen mit seiner Frau. Ja, und da gibt es scharfe Bilder auf dem Küchentisch. Ich scheine mich sehr darüber zu amüsieren, dass ich so schicki aussehe. Ich kann hier unten übrigens schon laufen. Und hier hat meine Mama kommentiert, bin ich nicht schick? Und da habe ich so eine scharfe Perlenkette um. Ach Mensch, wie niedlich. Da habe ich auch eine scharfe Frise, so eine Pilzkopffrisur. Man betrachtet diese Bilder und kann das gar nicht so für sich klar haben, dass man das selber ist, oder? Ich finde das immer ganz creepy oder ganz merkwürdig, wenn man sich halt so diese Fotos, die Kinderfotos oder Babyfotos von sich selber anschaut. Die Palette gibt ziemlich viel her. Du hast hier grüne Töne, lila, pink. Du hast hier ein richtig schönes Schwarz mit dabei. Hauptsächlich sind das tatsächlich Schimmertöne. Und ja, zaubern wir einfach mal einen Look, würde ich sagen. Zuallererst nehme ich einen großen, fluffigen Blendepinsel und gehe damit in die Farbe So Bougie. Das ist dieser hier. Und den setze ich mir so in die Lidfalte, beziehungsweise auch ein bisschen oberhalb dahin. Das ist quasi dann so meine Übergangsphase, die ich jetzt setzen werde. Ich fange mit dieser Palette eigentlich immer sehr ähnlich an. Ich sette mein Lid mit diesem knochenfarbenen Ton, dann kommt So Bougie rein, dann kommt der etwas dunklere, matte Ton Cocoa Truffle rein und dann, je nachdem, nach Lust und Laune, verwende ich dann die entsprechenden Farben. Und das sieht schon, obwohl es nur jetzt eine Übergangsfarbe ist, die ich drauf habe, super edel aus, finde ich. Das ist schon direkt schön. Wie schon eben angekündigt, nehme ich mir jetzt einen fester gebundenen Blendepinsel und gehe in die Farbe Cocoa Truffle und setze mir den in die Lidfalte zur Vertiefung. Beziehungsweise bei mir ist es ja immer etwas höher, weil ich habe ja ein Schlupflid und ich will ja, dass man die Farbe sieht. Es darf auch gerne ein bisschen mehr in den Innenwinkel auch mit rein und ins äußere V. Mit So Bougie verblende ich dann hier nochmal die Kanten nach außen. Dann nehme ich mir dieses wundervolle Pink auf mit so einem synthetischen, festgebundenen Pinsel. Das heißt New Money. Gib mir das hier hin. Huhuhu, es wird pinky. Ich gebe mir das wirklich auf die Mitte, lasse aber hinten ein bisschen frei und vorne auch. Die Farbe ist so wunderschön. Aber man muss so aufpassen, weil wenn man das halt so mit dem Pinsel macht, dann flockt die ganz gerne. Und man kriegt ein bisschen Fallout. Deswegen könnte man das natürlich auch mit einem angesprühten Pinsel machen, aber ich will mir die Palette nicht allzu sehr dann zerstören. Dann nehme ich mir lieber immer ein bisschen auf und schichte und schichte. Das Problem bei einem Schlupflid ist und bleibt, dass wenn du die Augen öffnest, dass du das Kunstwerk einfach verdeckst und das möchte ich nicht. Deswegen lasse ich meine Augen immer locker und habe hier diese wundervolle Falte. Und da schminke ich tatsächlich auch drauf. Ich ziehe die Augen hoch, ziehe das hoch, lasse das Auge locker und sehe, wie es aussieht. Klar, wenn ich ganz mit aufgerissenen Augen dann reinschaue, dann sieht man es auch nicht mehr, aber ich will mir meinen Lidschatten halt auch nicht bis hier oben hochziehen. Livin' Lavish, das ist so ein schönes, dunkles Schimmerlila, setze ich mir nach außen und lasse ihn auch so ein bisschen noch mit in das Pink mit reinfließen. Wofür schaust du dir eigentlich Schminkvideos an? Schaust du die zur Inspiration? Schaust du die einfach, um irgendwen da zu haben, während du dich selber schminkst? Oder
Wie auch immer, schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Ich schaue tatsächlich Schminkvideos hauptsächlich zur Inspiration oder weil ich einfach die Leute mag und mir das einfach gerne anschauen möchte. Für meinen inneren Augenwinkel nehme ich diesen Ton Rich Girl, Metallsilber. Da habe ich auch viele schöne Abendlooks mit dem Ton gesehen, die das wirklich komplett aufs Lid gemacht haben. Das sah so schön aus. Der kommt auch direkt, weil ich schon mal hier bin, in den Innenwinkel rein. Und dann ziehe ich den auch ein bisschen so mit in das Pink, einfach um so einen schönen, soften Übergang zu machen und das Auge damit ja auch optisch nochmal zu öffnen. Diese Palette braucht gar nicht irgendwie, dass du unbedingt eine Cut Crease ziehst oder so, weil die Farben einfach so schön direkt schon leuchten und auf dem Auge rauskommen. Das finde ich einfach wundervoll. Krass. Ich gebe mir den jetzt auch noch vorsichtig unter die Augenbraue. Da habe ich ja noch Reste vom Pinsel einfach dran. Ich möchte es ja nicht zu ultra intensiv haben. Ich möchte das einfach hier unter die Augenbraue setzen, um die Augenbraue etwas anzuheben. Genau. Das ist einfach nur leicht aufgehellt, aber jetzt nicht irgendwie mega krass. Doch. Ja, die Farbe ist einfach so intensiv, ne? Da ist direkt die Augenbraue bam gehighlightet. Ich gehe jetzt auch nochmal mit diesem synthetischen Pinsel in Cocoa Truffle rein. Setze mir das vorsichtig an den Rand. Das hebt dann noch so ein bisschen dieses Bunte von dem Auge an sich ein bisschen ab. Und den Ton setze ich mir auch an den unteren Wimpernkranz mit eben diesem Pinsel. Und das wäre jetzt einfach mal der Augenlook. Ich habe gar nicht auf Aufnahme gedrückt. Ja, schön. Ich habe jetzt gerade nochmal Fixing Spray verwendet und mich da vor allem auf meine Augenlider konzentriert. Aber das ist nun mal ein Sprayer, das heißt, da wird das ganze Gesicht getroffen. Dann wird es da auch nochmal eingetapert. Ich habe euch gerade ein ziemlich scharfes Foto gezeigt. Und zwar ja, genieße ich es offensichtlich, da gerade irgendwas gegessen zu haben. Ich feiere diese Latzhose einfach so hammerhart. Der teuerste Eyeliner, den ich besitze, ist tatsächlich dieser hier von Clinique. Der Intense Ebony 09 Quickliner for Eyes Intense. Das ist dieser hier. Der ist so ein Kohlgedöns. Ich tupfe mehr, als dass ich ziehe, weil ich halt faltige Augen habe. Und da sind diese Stifte nicht so geil. Er ist ein bisschen verloren gegangen. Er sieht ein bisschen blöd aus. Ist nicht so schön geworden, ne? Nein. Nein. Not my favorite Eyeliner, um das mal so zu sagen, aber es ist okay. Es ist okay. Ich kann damit leben. Okay. Wie zeige ich euch das denn jetzt am sinnvollsten? Ich habe jetzt hier ein Foto von mir im Winter 1991. Oh, es ist so geil. Ich liebe es. Ich liebe es, wie kleine Kinder in Schneeanzügen aussehen und einfach mitten im tiefsten Schnee stehen. Es ist so knuffig. Man sieht einfach nur noch so minimal das Gesicht und das war's. Mascara. Das ist, upsala, die teuerste Mascara, die ich hier habe, die habe ich auch aus einem Adventskalender. Hätte ich mir nie selber gekauft. Von Lancôme die Hypnose-Mascara. Das ist diese hier. Die hat ein wirklich schönes Packaging. Und jetzt gucken wir mal, wie schön die auch auf den Augen aussehen wird. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Ich weiß nicht, ob es die Bezeichnung edle Wimpern gibt, aber diese Mascara macht voll edle Wimpern. Guck dir das mal an. Die macht so Volumen, die macht Länge und die macht so einen Aufschlag. Gefällt mir richtig, richtig gut. Aber ob ich mir die für den Preis kaufen würde? Ich glaube nicht. Da sind wir tatsächlich mit dem Make-up schon fast durch und auch mit dem Fotoalbum. Wow. Meine Mama hatte wohl eine holländische Brieffreundin, irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie aus der Schulzeit. Und die haben uns dann im Mai 1991 besucht und da war ich dann ja 2. Cool. Die hießen Manon und Nienke. Ja gut, aber werden jetzt hier natürlich ausgeblendet. Und auf dem unteren Bild waren wir, glaube ich, im Zoo. Oder? Wo ist das? Weiß ich nicht. Irgendwo waren wir da auf jeden Fall. Ich hatte offensichtlich sehr viel Spaß dabei. Und hatte auch echt eine Knubbelnase. Ich meine, ich habe auch eine Knubbelnase, ne? Ich habe ja keine Nasenspitze in dem Sinne. Ich habe ja so eine abgeflachte Nase. Das ist nur wie es ist. Ich weiß auch nicht, von wem ich das habe. Als wäre ich mal als Kind irgendwo gegen eine Wand gelaufen, ne? Aber man sieht, ich habe das schon als kleines Baby gehabt. Also, bevor wir dann zum letzten Bild kommen.
Oh, Cutie. Okay, tragen wir uns erstmal einen Lip-Liner auf. Und zwar habe ich hier meinen einzigen Lip-Liner, den ich von Sephora habe quasi. Und das ist von der Sephora Eigenmarke, der Crayon Lèvres Mini Lip-Liner to go. Das ist dieser hier und der ist rot. Als ich mir mein Augen-Make-up gerade geschminkt habe, habe ich nicht drüber nachgedacht, dass ich gleich auf rote Lippen gehen werde. Läuft bei mir, oder? Ja, der kommt aus dem Adventskalender und den trage ich mir jetzt mal auf. Der Lip Liner ist richtig gut, weil der halt so richtig butterig ist und richtig schön über die Lippen gleitet. Also nicht zu holzig oder so. Echt gut. Ich male auch immer gerne meine Lippen mit dem Lip Liner aus. Einfach damit die Farbe auch länger haltbar ist. Und das ist halt echt ein schönes Rot. Das ist so ein ganz klassisches Rot, was null zum Augen-Make-up passt. Wobei, dadurch, dass es nicht dazu passt, passt es schon wieder richtig gut dazu, finde ich. Irgendwie. Und als Lippenprodukt habe ich den teuersten Lippenstift, den ich besitze, aus dem Sephora-Sortiment. Das ist aber nicht der teuerste Lippenstift, den ich tatsächlich in meiner Sammlung habe, wenn ich das richtig gesehen habe. Und zwar ist das hier von Yves Saint Laurent einer, dieser wundervolle Lippenstift. Den habe ich von der lieben Lea mal bekommen. Lea, du bist einfach die geilste, wirklich. Und ja, das ist ein Lippenstift mit einem schwarzen Herz drin. Und das ist ein Fliegeherz und das ist einfach ein toller Lippenstift, der so schön auf den Lippen ist. Oh, so glossmäßig und deswegen passt es auch jetzt mit dem Lip Liner, dass ich das auch so schön ausgemalt habe. Ja, und das ist einfach das perfekte Rot, ne? Das trage ich auch gerne, wenn ich meine Adventskalender-Unboxings mache und so. Wenn ich die jetzt bald wieder machen werde. Wir haben ja Mai, es geht schon bald wieder los, Leute. Und ja, das ist jetzt tatsächlich der perfekte Look, finde ich. Ich lieb's. Ich lieb's so sehr. Ich liebe dieses Augen-Make-up. Ich liebe diese Lippen. Ich liebe diesen Glow. Ich mag einfach dieses ganze Zusammenspiel. Meine Foundation oder meine Base fühlt sich ein bisschen trocken an. Ja, das muss ich wirklich sagen. Es ist aber so, dass meine Haut im Laufe des Tages ein bisschen nachölt und dementsprechend sich alles auch ein bisschen besser miteinander verbindet und dann wirkt es auch nicht mehr so trocken auf meinem Gesicht. Ja, genau. Aber ansonsten, ich würde mich jetzt 1A so fühlen, als könnte ich jetzt meinen Geburtstag feiern. Ja. Und jetzt kommen wir mal zum letzten Bild, was ich hier habe. Und zwar waren wir da im Urlaub und da war ich rodeln mit meiner Mama und nachher wandern in den Dörenter Klippen. Das sieht dann einmal so aus und damit schließt tatsächlich auch sogar hier das Fotoalbum. Und ja, einfach mal ein schönes Urlaubserinnerungs. Bild, was ich echt cool finde und ich sehe einfach da so glücklich aus und meine Mom auch und wir haben einfach tierisch Spaß, wie wir da runterrodeln und ich lieb's total. Das ist einfach dieses Gefühl von Freiheit. Ihr Lieben, das war jetzt tatsächlich einmal Full Face, die teuersten Sephora-Produkte, die ich in meinem Stash, in meinem Vorrat, in meiner Sammlung habe und auch ja, ein Styling Talk zu meinem Geburtstag und ja, das war's jetzt, ne? Ich denke, das Video wird ein bisschen länger dauern. Wenn es dir trotzdem gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style-and-Talk-Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!